Moin Leute, herzlich willkommen zu einer kleinen Runde von Need for Speed Heat. Dieses Spiel ist der neueste Teil der Need for Speed Reihe und wer mich kennt, weiß, das erste Spiel, was ich auf meinem Kanal gebracht habe, war Need for Speed Most Wanted. Und deswegen dachte ich mir, ach Mensch, gucken wir doch mal rein, was das Spiel so kann. Wir werden einfach eine Runde Solo spielen. Das Ganze hat, soweit ich weiß, eine Story. Wo es spielt, absolut kein Plan. Ich habe mich damit bis dato noch null auseinandergesetzt. Wir warten mal, während es lädt. Oh. Palm City vor 5 Nächten. Ist das mein Auto? Das bin ich? Als ob, was hab ich denn für ein geiles Auto? Alter, was ist das für ein dicker, fetter Heckspoiler? Der ist breiter als die Hüften deiner Mutter. So, der vierte, Vigo, Alter. Okay, wir kommen jetzt nach Downtown. Bam, Junge. Stellt euch, ja, die Polizei, die kann mir nichts. Ich bin doch ein Racing-Freak. Gesellschaft? Oh Mist. Die Bullen. Oh Gott, das war ein ziemlich heftiger Crash gerade, aber kein Problem. Ich glaube, ich kenne den Cop. Ey, den Typen da vorne kriege ich ja im Leben nicht. Gibt's eine Ego-Perspektive? Oh, da fährt die Polizei. Hä? Die wollen mich nicht? Die wollen nur den Typen da vorne oder was? Straßensperre vor dir. Bieg rechts ab. Straßensperre, okay. Ach, Scheiße. Ja gut, Alter. Rechts und links ist natürlich nicht ganz so einfach, meine Damen und Herren. Richtiger Palutenmoment. Alter, was will er denn? Alter. Die Polizei, die mache ich platt. Bam, Junge. Nur, verpiss dich, das ist meine Stadt. Oh, da vorne ist der Erste. Ich zünde den Nitro. Jawohl, erster Platz jetzt. Noch 500 Meter. Let's go. Lass dich nicht aufhalten. Bam, Junge. Boom, beendet. Erster Platz. Was Wir los? Haben gewonnen. Oh, oh. Jetzt rabbelt es bestimmt gleich richtig übertrieben. Yo. Ich frage mich, ob man sowas in Deutschland machen kann. Also, jemanden komplett zu zerstören. Oh Gott. Okay, ich bin tot. Ah, shit! Was hast du getan? Mann, das war so ein geiler Wagen! Alter Schwede! Der Wagen ist weg! Ja, wegen ihm! Nein, Shaw, das geht auf dich! Du wirst dir wünschen, nicht überlebt zu haben. Sowas überlebt keiner. Wo ist denn? Ist sie auch Was Polizist? Was macht die denn hier? Zeigen, wer der Boss ist. Shaw. Warte, stopp! Hey, er sagte... Hier sind überall Kameras. Lass es. Was sind das denn für Polizisten? Die wollten uns hier... So arbeiten wir jetzt also? Diese Crews müssen es lernen. Wer meine Einheit lächerlich machen will, wird dafür bezahlen. Als ob. Er macht die Kameras Frank, aus. Du weißt, das ist falsch. Eine Botschaft funktioniert nur, wenn du auch einen Boten hast. Bruder, was ist denn los bei ihm? Er ist freaking Ronald McDonald. Wieso will er uns umbringen? Du verlässt die Stadt. Wenn wir dich oder einen aus deiner Crew nochmal hier sehen, dann endet ihr wie diese Karre. Kapiert? Steh auf. Warum sind wir das? Wieso sehen wir aus wie Ali und Eminem? Okay, mit denen ist scheinbar nicht zu spaßen. Oh, hallo. Nice Adidas-Shirt hat sie an. Bro, wo ist dein Wagen? Hey! Was passiert, Bro? Ich bin raus. Ich gehe zurück nach Ventura und Richie nehme ich mit. Aber wir sind eine Crew. Das waren wir. Jetzt nicht mehr. Was? Okay, oh, Alter. Ach, ja? Schicke Autos. Nein, ich klär das. Wir wissen hey, jetzt. Gib mir eine Sekunde. Komm rein. Hey, ja, hey, moin, Rudi. Das ist ein geiles, so ein Muscle Car. Dann war es, glaube ich, japanisches Muscle Car. Wissen Sie, so wichtig die Verbrechensbekämpfung auch ist, und wir kämpfen, keine Frage. Ja. Doch in unserem Job geht es um mehr. Ja. Es geht um den Kontakt mit Ihnen da draußen. Mit mir? Wir hören uns Ihre Geschichten ja. und auch Ihre Sorgen an. Ja. So erschaffen wir eine bessere Gesellschaft. Danke. So erschaffen wir für Sie eine sicher... Sorry. Früher am Morgen höre ich mir nicht gern so eine Scheiße an. Ja, glaube ich gern, den Alter, mag ich auch nicht. Ich hasse es, das zu sagen, aber wenn du einen Wagen willst, ja. brauche ich deinen Ausweis. Hier ist mein Ausweis. Ach so, oh, Charakter wählen. So, wie hoch hat der denn seine Socken gezogen? Der hat die zwar genauso hoch gezogen, aber bei dem sieht es irgendwie fresh aus. Aber ich glaube, P-Dizzle kommt denen am nächsten. Also so vom Gesicht her. Bist nicht aus der Stadt, hm? Nee, bin ich nicht. Ich komme aus Hamburg. Ich bin Lukas. Wie kann ich helfen? Hallo. Man sagt, deine Karren hätten was drauf.
Ja. Allerdings. So, wir haben einen Ford Mustang 65er, dann ein BMW 3 Evolution, ja, ein Nissan 180 SX Type X 96 und ein Chevrolet Camaro. Sind alles übertrieben krasse Wagen. Also, der sieht schon richtig mies aus. Aber wir machen jetzt hier mal einen auf deutsche Kartoffel und nehmen schön 3er BMW, M3 sogar. Das ist ein guter Wagen. Junge. Bin gespannt, wie er sich fährt. Ich kenne ein paar Leute beim Showdown. Ja. Kann dir ein paar Rennen klar machen. Danke, Brudi. Und doch gleich überprüfen, ob der Wagen so läuft, wie er soll. Danke. Was sagst du? Klingt gut. Ja. Hier den Nissan Micra, Alter, den mache ich jetzt hier erstmal platt. Oh, ich bin letzter. Viel Glück. Ja, danke, da. Glück brauche ich nicht. Ich werde hier mal lockerflockig ganz nach vorne fahren, Alter. Besonders der hier. Bam. Oh, scheiße. Alter, da haben wir gerade Glück gehabt. Ich dachte... Oh, da habe ich ein bisschen gedriftet gerade. War aber nicht ganz so gut. Alter, wieso ziehen die denn jetzt so mega krass davon? Sag mal, das ist schon Runde 2 von 3. Ich check halt nicht, wie die mir so davonziehen können. Oh Komm Gott. Schon. Nein, du überholst mich jetzt nicht nochmal. Okay, das war ein Griff ins Klo. Sieht aus, als würdest du mit dem Wagen gut klarkommen. Naja. Pass auf. Was? Am besten investierst du dein Geld jetzt in ein Nitro-Kit. Ich habe leider keine mehr auf Lager. Aber du kannst dir eins im Tuning-Shop holen. Und ich baue es dir dann ein. Wahrscheinlich musste ich auch. Es gab, glaube ich, auch gar keine Möglichkeit zu gewinnen. Weil jetzt kriegt man Nitro und dann wird, glaube ich, ab da alles besser. Oh, was kommt da für eine geile Karre? Oh, die sehen schon geil aus. Die auch. Die trägt auch immer das Gleiche. Ich höre euch da drin doch. Lass gut sein. Wie wir aussehen. Ist der hier von Lucas? Ja. Kennst du ihn? Aber es ist mein Shirt. Ja, doch schon. Er ist mein Bruder. Der gehörte mal mir. Hab mein erstes Rennen darin gewonnen. Ja, ich nicht. Er ist perfekt für jemanden, der gerade erst anfängt. Alles klar. Weißt du vielleicht, was mit denen los ist? Oh, wegen dem Showdown gibt's in der Stadt kaum noch Teile. Sie halten sie zurück für Fahrer, von denen sie denken, dass sie es wert sind. Ja, und bin ich. Bin ich nicht. Okay. Der Rookie ist selbstbewusst. Dann beweis mal, dass du nicht nur rumlaberst. Da sag ich nicht nein. Gib mir dein Handy. Die läuft gleich einfach weg mit meinem Handy. Ich bin Anna. Es gibt nur eine Möglichkeit, sich hier einen Namen zu machen. Speichert ihre Nummer bei mir im Handy? Was? Das ist alles? Ich rufe ein paar Leute an. Halt das Ding überall Tattoos. Ich melde mich bei dir. Da auch hier so an der Hüfte. Ah, Karte öffnen. So. Mach dir einen Namen. Oh ja, das hört sich ganz gut an. 3, 2, 1. Let's go. So, diesmal weiß ich auch, wie... Treten wir den Kerl in den Arsch. Ja, machen wir. So, jetzt weiß ich auch, wo der Frosch die Loggen hat. Und hier gibt's jetzt eine längere Kurve. Ja, guck mal, das Drifting war doch jetzt schon viel besser. Das klappt auf jeden Fall schon ein bisschen besser jetzt. Sie ist aber trotzdem noch ziemlich, ziemlich schnell. Sie wirkt auch ein bisschen so, als könnte man sie nicht hundertprozentig einholen. Ja, du sitzt mir gar nichts zu mir im Nacken, Alter. Kleiner Jam. Nice one, wir sind Erster. Guck, Leute, so muss das laufen. Junge, du bist 7 Kilometer hinter mir. Hör auf zu labern. Okay, ich glaube, im ersten Rennen konnte man wirklich nicht so wirklich abgehen. Die Straße gehört mir. Ja, die Straße gehört mir. Junge, du bist 9 Kilometer hinter mir. Oh Gott! Crash, Crash, Crash! Oh, war das knapp. Erste Nacht, erster Sieg. Weiterfahren oder Nacht beenden. Lege eine Route zu einem Event fest, um weiterzufahren. Wähle einfach... Nee, ich nehme jetzt nochmal das hier. Boah, unser Wagen sieht schon richtig, richtig ramponiert aus. So, komm. Ziel ist wieder mal Platz 1. Mal gucken, was es für Autos gibt, gegen die wir so fahren. Oh, teilweise ziemliche Leckerbissen dabei. Mal gucken. Eigentlich sollten wir das auch schaffen. Es sei denn, ich verfahre mich hier einmal wieder komplett. Oh, das war knapp. Bisschen driften. Oh, da war aber auf gut Deutsch gesagt gerade die Scheiße ein bisschen am Dampfen. Weil das hätte auch gut und gerne in einer kompletten Kollision enden können. Was? Was ist das denn jetzt? Wie, ich habe einen Checkpoint nicht mitgenommen. Als ob. Ihr wollt mich doch verkackeiern, weil ich hier nicht durchgefahren bin. Ja, okay, das kann ich knicken. Neu starten. Mann, Alter. Richtiger Depp. Okay, Paluten. Versuche bitte durch das Tor zu fahren. Es ist riesig und es leuchtet. Ja, toll hast du das gemacht. Okay, Leute, da sind wir wieder. Ah, da ist jetzt auch Polizei am Start scheinbar. Ja, Verfolgungsjagd gestartet. Hey,
Ich habe gerade von einer laufenden Verfolgung gehört. Oh. Das bist doch nicht... Doch. Das bist doch nicht du. Doch, ich bin's, Baby. Ich bin krasser Racing-Typ. Aber da vorne ist schon das Ziel. Entkommen und gewonnen. Ja genau, jetzt lass mich mal tunen. Du wurdest einer Starter-Crew hinzugefügt. Okay, Leistungstuning. Standard. Nee, aber ich möchte doch lieber diesen Hilfs-Item. Aber ist nicht freigeschaltet. Okay, dann machen wir das hier. Motor wechseln. Ah, hier ist der Nitro für 5000. Sorgt bei Aktivierung für eine zusätzliche Luft- und Treibstoffeinspeisung in den Motor. Okay, 5000 Ditcher, sehr nice. Mehr kann ich sowieso auch noch nicht machen. Warum probierst du das nicht gleich mal aus? Motor starten. Wie cool ist das denn? Dass man den Wagen hier einmal so starten kann. Gut, aber Optik-Tuning. Oh ja, das würde ich ganz gerne auch machen. Karosserie. Ja, also ich finde, ich muss ganz ehrlich sagen, ich feiere die Felgen jetzt nicht so. Lackierung, Folie würde ich ganz gerne bearbeiten. Oh ja, in Schwarz sieht das schon echt mies aus. Aber das Coole ist, wir nehmen so dieses ganz, ganz dunkle Rot. Dass man das nur richtig krass sieht, wenn Licht drauf fällt. Weil so sieht es schon ziemlich böse aus. Genau, einmal Vorderräder. Ja, bitte einmal Felge. Felge wechseln. Boah, die kosten aber auch. Ah, ich weiß nicht, ob ich jetzt schon Kohle raushauen möchte für neue Felgen. Dann doch lieber Stance. Ah, ich kann ihn jetzt ein bisschen tiefer legen. Auspuffsound. Mal gucken, warte mal. Oh, das hört sich geil an. Davor war Klangfarbe sanft. Nee. Oh ja, das ist geil. Ton. Nee, das ist schon geil. Überladung. Oh, Alter. Mal gucken, Überladung dezent. Nee, 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 wir machen das Rede hier. Geil. Das bestätige ich einmal. Okay, dann würde ich doch mal sagen... Ah, hier, am Tag kannst du mit legalen Events Geld verdienen. Ja, das will ich auf jeden Fall machen. Jetzt, wo unser Wagen überkrank ist. Ich habe gehört, du hast deinen Wagen aufgemotzt. Ja, habe ich. Das heißt, du meinst es ernst. Hör zu, wenn du in die League willst, schaffst du das nicht allein. Ja, Alter, wie genau der knallt so und poppt. Genau darüber wollte ich reden. Nice. Ich glaube, wir können uns gegenseitig helfen. Ja, ja, wir können uns gegenseitig helfen. Ich muss jetzt erstmal hier... Wie viel Kohle gibt's? Geldbelohnung 9700. Tornado. Geldbelohnung 8000. Wir nehmen mal dieses neue Rennen. So, Rundkursrennen Sternstaub. Let's go. 9753, wenn wir die Scheiße gewinnen hier. Was haben wir diesmal für Gegner? Ja, ist jetzt, glaube ich, nichts super Außergewöhnliches. Ich habe jetzt direkt einfach mal, damit wir ein bisschen besser vom Start wegkommen, unseren Nitro gezündet. Schön um die Kurve driften. War jetzt gar nicht so wirklich nötig, wenn die das allerdings auch alle machen. Okay, was haben wir da vorne? Wir sind momentan Zweiter. Ist es auch ein BMW? Ich sehe das nicht. Oder ist es so ein Nissan? Oh, schön am Driften. Jetzt noch einmal. Oh, Nitro zünden. Scheiße, das war nicht gut. Aber egal, wir sind trotzdem immer noch Erster, weil wir gut gedriftet sind. Also die anderen haben wir ordentlich abgeschüttelt. Es ist echt nur noch dieser eine Dude. Oh Gott, was war das denn gerade? Und wieder rauf auf die Strecke. Ja, okay, wir sind jetzt 130 Meter, ist der Typ jetzt hinter uns. Das Rennen kriegen wir auf jeden Fall easy going hin. Yo, wir sind einfach fast 300 Meter weit weg. Noch 500, ja, okay, das haben wir in der Tasche. GG. Da vorne, wir können auch mal das Nitro zünden oder Nitro. Und bam, Junge. BMW. Bayerische Motorenwerke hier am Start. Da macht er nochmal ein geiles Bildziel. 245 Belohnung. Kriegen wir nochmal extra, weil wir die Leute einfach komplett fertig gemacht haben. Scheinbar nicht. Stufenaufstieg. Oh, nice. Wagen freigeschaltet. Nissan. Mazda RX-7. Oh, Lotus. Der ist, glaube ich, ganz geil, weil der so freaking leicht ist. Was ist das hier unten? Ah, da unten ist der Autohändler. Warte mal, Schnellreise. Ja, ja, da würde ich gerne mal hin. Ich würde gern wissen, wie viel die Autos überhaupt kosten. Weil dann würde ich vielleicht doch schon eher schnell wechseln. Weil für unseren müssten wir auch was bekommen, wenn jetzt so ein Wagen, keine Ahnung, 15.000 Credits kostet. 41.000, ja, okay, alles klar. Der Lotus kostet einfach freaking 74.000. Was gibt's hier noch? Honda. Stimmt, Alter, wo... Oh, geil. Audi S5. Boah, Alter, was für ein schickes Auto. Boah, Ferrari Testarossa. Da ein Porsche. Der 718er Cayman GTS. Ah, ich wollte gerade sagen, Mercedes C63 Coupé, der YouTuber-Klassiker. Oh, den haben auch, glaube ich, einige YouTuber, den Wagen. Als ob, eine G-Klasse, Junge. Oh, Porsche 911er Carrera GTS und GTS Cabrio. Möchtest du den Händler verlassen? Ja, ich bin arm und kann mir eh nichts kaufen.
Ich möchte jetzt nochmal schnell zu meiner Garage. Da bist du ja. Schnapp dir eine Couch. Ja, ja, da bin ich. Ich muss kurz hier Leistungstuning. Ja, dann starten wir einfach komplett klassisch und holen uns eine neue Kurbelwelle. Dadurch haben wir ein bisschen bessere Beschleunigung. 13,5. Boah, wir hatten 21.000 hatten wir schon. Krass. Gut, dann komm, ein Rennen machen wir jetzt noch. Rundkurs. Oh, da wird, glaube ich, richtig viel gedriftet. Das sieht schon so aus wie so ein Drift-Track. Das sind beides so Drift-Tracks. Boah, da gibt's 11.000. Hier gibt's 12.000. Aber jetzt, ja, ich fahre lieber zu dem. Also ich habe den auf jeden Fall ganz gut getuned. Ich bin jetzt hauptsächlich darauf spezialisiert, hier auf Asphalt zu fahren. Also Offroad-Rennen sind für uns erstmal nicht so geil. Aber man merkt auch schon einfach, wie die Karre zieht. Aber wir sind jetzt nicht so geil im Driften, glaube ich. Ja, geht aber auch ganz gut. Können gleich mal auf der langen Geraden definitiv mal das Nitro zünden. So, hier jetzt einfach mal zünden. Ist das richtig? Oh Gott! Alles klar. Bim's da. Warum regnet das eigentlich hier schon wieder? Was ist denn da los, Alter? Palm City. Ich dachte hier, bei so kommt mir die Sonne aus dem Arsch, auf gut Deutsch gesagt. So, jetzt kurz hier vor. Nitro. Läuft. Also mit dem neuen Auto ist es wirklich ein Kinderspiel. Oh Gott, wenn man nicht absolut dumm ist. Okay, er hat trotzdem gezählt. Glück gehabt. Ja, selbst jetzt mit so einem wirklich sehr, sehr großen Fehler ist der Typ immer noch 400 Meter weit weg. Der gute alte Sparky. Und nochmal. Hui. Gut, Sparky ist wieder ganz weit weg. Noch 500 Meter. Und da ist das Ding. Schön, gib mir die Kohle. Belohnung 11,3. Ja, sogar 11,4. Ah, damit sind wir jetzt auch Level 4. Oh, warte mal. Wir können hier das Steuergerät, aber es gibt direkt schon das, was wir mit Stufe 5 freischalten. Hier erst Stufe 9. Ja, dann lass uns doch hier direkt einen neuen Auspuff dran knallen. Weil ich glaube, bis wir Stufe 9 sind, dauert das sowieso noch relativ lang. Ja, dann klatschen wir einen neuen Auspuff dran. Und ich glaube, je mehr wir darin investieren, umso mehr Kohle können wir auch verlangen, wenn wir den hier wieder verkaufen. Das ist nice. Okay, Leute. Das war's mit einer Runde von Need for Speed Heat. Falls ihr Lust habt und euch das Video zum Beispiel gefallen hat, ihr Bock habt auf mehr Folgen, dann lasst sehr, sehr gerne ein Like da. Schreibt eure Meinung in die Kommentare und habt jetzt alle noch einen traumhaften Tag. Haut rein. Ciao, ciao.